5 Trends im E-Commerce für das Jahr 2022. Hallo und herzlich willkommen auf dem Afterbuy-Kanal. Wir bringen hier regelmäßig neuen Content rund um das Thema E-Commerce und begleiten euch so auf der Reise zum erfolgreichen Online-Händler. Heute wollen wir euch die 5 Trends im E-Commerce für das Jahr 2022 präsentieren. Also lehnt euch zurück und genießt das Video bis zum Schluss, um nachher auf jeden Fall Bescheid zu wissen. Wenn ihr im Anschluss gemerkt habt, alles klar, das Thema ist wichtig und das Video hat mir geholfen, dann abonniert doch gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video zu verpassen. Online-Händler nutzen Afterbuy, die All-in-One-Lösung für den E-Commerce. 14 Tage kostenlos testen auf afterbuy.de. Der E-Commerce feiert einen anhaltenden Siegeszug und wird voraussichtlich auch nach Beendigung der Pandemie weiterhin rasant wachsen. Zu dieser Entwicklung hat nicht zuletzt auch die Etablierung des Homeoffice ihren Beitrag geleistet. Wer zu Hause arbeitet, neigt einfach eher zur Online-Bestellung. Wer hingegen ins Büro fährt, schaut nach der Arbeit vielleicht noch beim Lieblingsladen vorbei. Die Zukunft des E-Commerce sieht also vielversprechend aus. Trotz all dem wird immer klarer: Das klassische Einkaufsgeschäft ist nicht tot. Und genau das bringt uns zum ersten Trend 2022. Nummer 1: Konvergenz von Online-Shop und klassischem Store. Das klassische Einkaufsgeschäft ist zwar nicht tot, dennoch befindet es sich in einem starken Wandel. In der Vergangenheit haben viele bereits die Verweisung sämtlicher Einkaufspassagen in deutschen Innenstädten prophezeit. Aber zurzeit sieht es danach noch nicht aus, denn es kommt immer anders, als man denkt. Zu gerne geben Kunden ihr Geld in stationären Geschäften aus, um ein neues Lieblingsstück mit nach Hause zu nehmen oder um sich inspirieren zu lassen. Aber allein auf stationäre Geschäfte sollte sich kein Händler mehr verlassen. Zu wichtig ist das sogenannte phygitale Shopping oder hybride Commerce geworden. Also die Hybridisierung von klassischem Geschäft und E-Commerce. Auch Konzepte wie Click und Collect sind kaum noch wegzudenken. Laut einer Umfrage führen Omnichannel-Kunden durchschnittlich 3,8 Käufe in 90 Tagen durch. Reine E-Commerce-Kunden hingegen 2,7 und stationäre Käufer 2,2 Transaktionen. Online-Shop und klassischer Laden müssen sich also ergänzen. Händler, die hier kreative Lösungen finden, haben nicht nur 2022, sondern auch in den Folgejahren die Nase vorn. Mit dem Shopsystem von Afterbuy erhaltet ihr ein eigenes Warenwirtschaftssystem und könnt eure verschiedenen Store-Konzepte managen, das Lager abgleichen und den Versand organisieren. Als Händler solltet ihr euch zuvor im Klaren darüber sein, was von beidem euer Zugpferd ist und was das ergänzende Standbein. So kann dem erfolgreichen Ladengeschäft durch einen Online-Shop zusätzlich die Krone aufgesetzt werden. Oder das erfolgreiche Online-Konzept stärkt seine Präsenz durch die Eröffnung eines oder mehrerer Flagship-Stores. Nummer 2: Personalisierung und First-Party-Daten. First-Party-Daten sind die Kundendaten, die ihr selbst mit Zustimmung eurer Customer gesammelt habt und die somit eurem Unternehmen gehören, sodass ihr eure Online-Angebote personalisieren und die Customer Experience verbessern könnt. Customer gewöhnen sich immer mehr daran, ein personalisiertes Kauferlebnis von ihren Lieblingsshops zu erhalten. Egal ob persönlicher Rabattcode oder Newsletter mit persönlicher Ansprache. Anhand der First-Party-Daten könnt ihr ganze Marketingkonzepte erstellen und den Umsatz stetig steigern. Obendrein gewinnt ihr auch noch eine Menge Stammkunden. Mit der Statistikfunktion von Afterbuy lassen sich eure Erfolge sofort auswerten. Ihr erfahrt, wie oft ein Angebot gesehen wurde, wie viele Klicks es erhalten hat und welche Trends sich in eurem Shop durchsetzen. Zudem könnt ihr in Vergleich mit großen Marktplätzen wie Amazon oder eBay treten und so herausfinden, wo ihr gerade steht. Nummer 3: Social Media. Wer jetzt denkt, Social Media ist doch kein neuer Trend, der hat völlig recht. Social Media ist nicht neu, aber es gewinnt eine immer größere Bedeutung für erfolgreichen Onlinehandel. Das Stichwort heißt auch hier personalisierte Werbung. Social Media User sind es mittlerweile gewohnt, auf sie zugeschnittene Werbeanzeigen zu erhalten. Werbung, die zuvor als störend empfunden wurde, wird somit wünschenswert. Win-win. Auch die Zusammenarbeit mit Influencern und Micro-Influencern wird immer wichtiger. Im Jahr 2021 wurde dem Influencer-Marketing ein Marktvolumen von 13,8 Milliarden US-Dollar zugeschrieben. Ganz schön ordentlich. Und dieser sogenannte Social Commerce wird sich auch 2022 weiterentwickeln. Insbesondere kleine Händler, die individuelle Produkte für ihre Kunden anbieten können, werden 2022 die Nase vorn haben. Nummer 4: Live-Shopping. Das Live-Shopping ist in Europa noch recht unbefleckt,
befindet sich aber ganz klar im Aufschwung. Ihr solltet den Trend also definitiv im Auge behalten und vielleicht in euer Online-Konzept integrieren. Ein Video zu diesem Thema findet ihr in der Infobox. Dafür erstellt ihr für eure Produkte ein besonders attraktives, aber zeitlich begrenztes Sonderangebot. Dies wird auch Konzept der künstlichen Verknappung genannt. Die Kombination aus stark reduziertem Preis und ablaufender Zeit verstärkt bei Interessenten den Drang, das Produkt umgehend erwerben zu wollen. Auch Fear of Missing Out genannt. Und das mit Recht. So günstig werden Sie Ihren Wunschartikel wohl sonst nicht erhalten. Durch solch ein Live-Angebot könnt ihr auch jede Menge Neukunden gewinnen. Die gesammelten Kundendaten lassen sich dann wieder nutzen, um Käufer per Newsletter auf zukünftige Aktionen aufmerksam zu machen. Afterbuy kann euch direkt beim Live-Shopping unterstützen. Mit der Live-Funktion könnt ihr Höhe und Laufzeit des Rabatts ganz einfach einstellen. Zusätzlich könnt ihr einen Counter rückwärts laufen lassen und so die Spannung erhöhen. Mithilfe der dynamischen Preisregelung von Afterbuy lassen sich Preisregeln festlegen und so sind die Preise je nach Plattform oder Kategorie direkt für mehrere Produkte gleichzeitig anpassbar. Nummer 5. Nachhaltigkeit. In vielen Teilen der Gesellschaft sind sie schon lange ein Wunsch. Die Politik hat sie mittlerweile auch auf der Agenda. Und im E-Commerce wächst der Trend stetig mit. Nachhaltige Produkte. Ein großer Teil der Online-Shopper versucht, ein umweltfreundlicheres Konsumverhalten an den Tag zu legen. Doch die wenigsten setzen dies konsequent um. Ein entscheidender Grund hierfür ist, das Angebot an umweltfreundlichen und nachhaltigen Produkten, die gleichzeitig auch preisgünstig sind, ist immer noch nicht allzu groß. Zudem sind Lieferketten und Produktionsbedingungen oftmals nicht klar nachvollziehbar. Hier ergeben sich enorme Chancen für euch als Online-Händler, es besser zu machen als andere und diesen Kundenkreis auf eure Seite zu ziehen. Nachhaltigkeit ist somit der Trend 2022. Liebe Zuschauer, das war unser Video zu den E-Commerce-Trends 2022. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Das Beste noch zum Schluss. Über den Link unter dem Video könnt ihr Afterbuy 14 Tage lang kostenlos testen. Einfach mal ausprobieren. Bis dahin viel Erfolg!